So, herzlich willkommen zum Let's Play von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Gerade erst frisch rausgekommen. Und wieso sind wir im Hauptmenü schon? Ja, das ist die Frage. Die Frage kann ich beantworten mit nicht nur 42, sondern auch... Oh, heute bin ich gut aufgelegt. Ja, heute kommen die Witze wie rausgeschossen, nicht mehr normal. Und zwar das Intro übernimmt die Soundeinstellungen nicht, die ich vorgenommen habe. Die Soundeinstellungen sind natürlich viel leiser als das Spiel hier. Ja. Was laber ich? Sind leiser als die Einstellungen und das Intro ist einfach viel zu laut. Punkt. Ach, vergiss, was ihr gesagt habt, das Intro ist viel zu laut. Ihr habt es bestimmt schon gehört, meine Stimme ist angeschlagen, auch ich bin angeschlagen. Das ist gesundheitlich. Und... soll uns jetzt mal egal sein, das kriege ich schon hin. Jo. Extras, Optionen, hier sind tolle Sachen, kann man hier so einstellen. Ich muss leider mit Maus und Tastatur spielen, obwohl hier Controller-Einstellungen eigentlich geplant sind. Und ich habe auch einen Controller, der das alles hier kann, aber es läuft nicht. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich versuche das immer wieder zum Up-to-Date zu halten, falls jemand Tipps hat, wie ich das einstellen kann, dass der Controller hier läuft. Es liegt nicht am Treiber. Der kann mir das bitte gerne sagen. Das wäre sehr nett von ihm. So, Story-Modus. Ich hoffe... Ah ja, Soundeinstellungen sind auch noch nicht final. Beziehungsweise ich weiß nicht genau, ob die jetzt hier passen. Ich spiele wieder am Laptop. Oh, Entschuldigung, jetzt wird's gerade... Ah, sorry, Entschuldigung. Ich spiele wieder am Laptop. Das heißt, es kommt ein komisches Rascheln im Hintergrund vom Mikrofon. Das finde ich auch sehr komisch. Passiert am PC nicht. Das muss wohl an der Soundkarte liegen. Ich weiß nicht auch nicht warum. Und gut, da müssen wir jetzt irgendwie durch und ich hoffe mal, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Für mich ist es im Moment noch ein bisschen leise. Und der Fail ist, ich kann den Sound nicht einfach extern, also nicht in-game hier, hochstellen. Ja, das kann ich nicht. Mach ich mal ein bisschen lauter, aber das wird zu laut sein, glaube ich. Das wird zu laut sein für euch, sodass ihr mich nicht mehr verstehen könnt. Wisst ihr, was das jetzt alles Wayne ist? Ich mache jetzt einfach kurz den Story-Modus, mache ich kurz mal an. Schauen wir uns das an, was hier passiert und hören uns das an, mal sehen, ob es zu leise oder zu laut ist. Das gucke ich mir danach an, mache ich kurz Pause und dann geht es gleich weiter mit dem Spiel. Das ist hochprofessionelles Let's Play hier, wie ihr seht. Hochprofessionell, genug geämmt. Enter drücken. Yes, neues Spiel. Los geht's! Oh, normal. Für neue Spiele und alle, die noch keine Action-Spiele dieser Art gespielt haben. Oh. Empfohlen für erfahrene Spieler, erlaubt Einstellungen zur Zielhilfe. Mhm. Erfahrene Spieler, ich habe leider echt... Ich spiele mal normal, weil ich habe eigentlich echt gar keine Ahnung. Von Zoo Games. Beziehungsweise das letzte, das ich so in der Richtung glaub, gespielt habe, das war, glaube ich, Herr der Ringe damals noch. Halte den Kopf unten. Oh, ich muss husten. Oh, episches Intro. Heftige Shit. Die Story wird erzählt in Schrift. Gebilde, Stück, bla bla. Ich muss kurze Fixe, mächtigen Elderstab hat er gefunden und Harrys Mission ist noch gefährlicher geworden. Jo. Nein. Ja, ich muss also die Huckruxe finden. Und der Elderstab ist blöd. Oh, die Soundtracks sind immer noch da. Gefällt mir gar nicht. Sexy, das war das Ende vom Film. Das war das Ende vom Film, vom Teil 1. Und weiter geht's. Gripperpuck, ich muss in die Gringotts Bank. In eines der Verliese. Oh mein Gott, es laggt. Das ist doch unmöglich. Alleine, ja. Mit ihnen, nicht. Das Schwert von Gryffindor ist mein Preis. Aha. Ich muss jetzt das Schwert finden. Gripperpuck, Sie kommen mit mir unter den Tarnumhang. Im Verlies der Lestrange muss ein Horcrux sein. Und wir wären einen Schritt weiter, du weißt schon, um ihn zu vernichten. Hermine, wie sollen wir Horcrux zerstören, wenn wir Gripperpuck das Schwert geben? Er würde uns sonst nicht helfen. Außerdem hat er das Schwert. Noch nicht. Es leckt. Bereit? Der Vielsafttrank hält nicht ewig.
hoffe, Harry weiß, was er tut. Ich habe das Buch nicht gelesen. Und ich reg mich eigentlich gerade auf, dass das nicht funktioniert. Madame Lestrange, was kann ich heute für Sie tun? Ich wünsche, mein Verlies aufzusuchen. Würden Sie mir Ihren Zauberstab zeigen? Und warum sollte ich das tun? Sie wissen, dass Hermine verzaubert ist. Sie wurden gewarnt. Imperio! Nun gut. Folgen Sie mir bitte. Was ist denn? Das sind Zauber, die auch gern. Was ist das? Da vor uns! Ich hätte es wissen müssen! Riphook! Was ist das? Sinnlos. Hermine, Ron, ihr seht wieder aus wie ihr. Aber warum? Der Diebesfall. Er spült alle Zauberer weg. Was zum Teufel habt ihr hier unten zu suchen? Wachen! Imperio! Wir sehen uns im Verlies, Harry Potter. Wie sinnlos war das denn? Wieso fährt er so eine Achterbahn rum und durch den Wasserfall und die stürzt ab? Baut so ein Scheiß. Wieso sollte man sowas... Naja. Riphook und Bogrod werden den direkten Weg zum Verlies nehmen. Wir müssen einen anderen Weg nach unten finden. Hey, ich leck nicht mehr. Wow! Zumindest der. Wow, ich kann spielen. Geil, ich hab's nicht wirklich kapiert. Ich hab das Buch nicht gelesen. Wow, wie kann ich rennen? Folge Ron und Hermine. Ist das cool? Oh, die Steuerung ist noch ein bisschen zu schnell. Da muss ich Optionen gehen. Hier Empfindlichkeit ein bisschen. Da seht ihr schon, ich muss ein bisschen failen hier. Empfindlichkeit ein bisschen runtergehen. Ungefähr die Hälfte. Passt. Jetzt ist es zu langsam. Ich hab eine ganz neue Maus übrigens, die habe ich noch nie gespielt. Das heißt, ihr müsst mir hier zugucken, wie ich faile. Ja. Mit der Maus kannst du dich umsehen, Harry. Ich kann mich umsehen mit der Maus. Faszinierend. Nice, jemand anvisieren. Na, nimm das, Ron. Ich pix dich. Oh, voll durch sie durchgestochen. Tut mir leid. Komm her. Ich war noch nie so tief in Gringotts. Es ist gigantisch. Was ist das überhaupt? Oh Mann. Alle Harry Potter-Fans werden jetzt gesagt, das ist doch der Ort, an dem du weißt schon wer. Was immer es war, es hat sich groß angehört. Oh groß und hungrig. Oh mein Gott, groß und hungrig. Ja, Mädels, bevor ich da reinlaufe, ich höre mir das jetzt kurz an, was ich hier rumlaber und schaue, ob die Soundeinstellungen so passen. Danach geht's weiter. Wie gesagt, hochprofessionelles Let's Play hier. Mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Yo, over and out. So, da bin ich wieder mit den gleichen Soundeinstellungen, weil ich hab's mir doch anders überlegt. Oh Mann. Ja. Oh Mann. Und zwar folgendes, ich habe gar keine Ahnung, ob ich gespeichert habe. Wenn ich jetzt hier, ist ein Autospeichersystem, das Spiel. Und man ist schon wieder immer noch zu lang für die Empfindlichkeit hier. Egal, da komme ich schon mit zum Rest. Harry, du hast doch eine Idee, wie wir hier rauskommen, oder? Na klar, habe ich eine Idee. Ich muss nämlich Autospeicher, ein Speicherpunkt. Genau auf das habe ich gewartet. Yo, das war sehr intelligent von mir. Hätte ich da draußen aufgehört, dann wäre ich wahrscheinlich den ganzen Tag. Ich frage mich, warum Griphook den Diebesfall nie erwähnt hat. Nochmal angucken müssen. So, da bin ich mal kurz weg. Wie gesagt, nochmal und so. Tschüss. So, da bin ich wieder. Ja. Einstellungen habe ich ein bisschen geändert und zwar, ich muss mich kurz aufregen. Mist. Okay, genug aufgeregt und zwar das Rauschen, dieses im Hintergrund, das habe ich wirklich keine Ahnung, wer das kommt. Das muss irgendwie an Fraps oder sowas liegen, hier das Aufnahmeprogramm, das ich benutze. Ich habe den berühmt-berüchtigten Skype-Echo-Test gemacht, da kommt dieses Rauschen nicht vor. Ich habe den Mikrofon-Boost jetzt immer hochgetan, auch wenn es keinen Sinn gibt, aber das Rauschen wurde nicht anscheinend wahrscheinlich unbedingt lauter. Ich muss in Deckung gehen. Wurde nicht unbedingt lauter. Gut, bla bla bla. Ich habe eigentlich müsst ihr euch, ich rege mich auf. Leertaste. Ah, Q.
Cool. Servus. Oh, Wachen. Wer ist das eigentlich? Sind das irgendwelche bekannten Leute, die ich sehen muss? Ach, das ist doch die eine Frau. Ich bin übrigens nur in der Bank, wie gesagt. Genau, in der Bank. Ist das Gold da drin? Gold? Ist das Gold? Wo muss ich hin? Kann ich jetzt Zauber wirken oder so? Harry, wir müssen an den Wachen vorbei. Wir sollten sie schocken, bevor sie Alarm schlagen. Okay, schocken, bevor sie Alarm schlagen. Beseitige die Gringotts-Wächter und erreiche die Verliestür. Drücke Maus 2, gedrückt, um zu zielen. Diebe! Diebe! Ah! Nee, nein, wenn sie draufschießen, ist ein voller Shooter! Geiler Scheiß! Wenn wir in Gringotts hinein wollen, müssen wir hier lang. Jetzt aufgelöst. Ich fasse es nicht, dass die Wachen schon da sind. Ich habe sie aufgelöst. Faszinierend, faszinierend. Das ist Dune. So. Was ist mit der Tür? Sieht aus, als wäre sie magisch versiegelt. Oh mein Gott. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Alohomora! Ja, hätte ich auch gesagt. Alohomora. Tada! Easy going. Easy going für Hermine. Kein Stress. Den Film übrigens, Wie es scheint, war der Diebesfall unser kleinstes Problem. Der ist ja auch heute... Was ist das für ein Lärm? Gestern. Eine Karre voller Wachen. Schnell, wir verstecken uns besser. Deckung. Ja, ja, der Taste. Wah! Das hat's gebracht. Das war knapp. Wach hinsetzen und schon wird man nicht gesehen. Renne zum Tunnel und weiche im nächsten Kohlenkarren. Ah, mit der Piste gedrückt. Kann man rennen. Sie haben uns... Geprot, Mann, geprot. Nun, das hat besser geklappt als erwartet. Aha. Also wie gesagt, Entschuldigung für diese Sound-Raschel-Einlagen. Auf meinem Kopfhörer hört sie sich, hört man schon und auf der Anlage hört man es kaum. Also ja, müssen wir jetzt irgendwie durch. Meine anderen Let's Plays, die waren ja nicht so schlimm hier, aber am Laptop habe ich noch ein paar Probleme. Versuche ich zu lösen. Aber ich muss hier schnell das Ding hier rausbringen, den Part, damit ich ganz viel Ruhm und Ehre bekomme. Nein, damit ich halt hier viele Zuschauer bekomme. Was qualmt denn hier so? Ja, ihr wisst schon. Das brennt doch nicht hier unten, oder? Ich glaube nicht. Genau. Ich habe übrigens kapiert, was es geht, weil ich mir nochmal angeschaut habe. Ich muss einen Horcrux finden. In der Bank. Ja, so schauen Bänke aus in... Da kommt jemand. Wir sollten uns verstecken. Wie heißt das hier? Mittelerde? Nee, wer ist das? Egal. Harry Potter Welt. Würde mich nicht wundern, wenn etwas einkrachen würde. Nicht labern. Mein Gott, soll ich die angreifen? Auf der Stelle stehen geblieben! Super! Geil, Mann. Full the action. Ja, ich bin leider... Das hat gesessen. Hab ich irgendwie Energie oder so? Da kann ich einfach durchballern. Ah, ich verstehe. Wenn ich viel schieße, dann trifft er nicht mehr. Wie gesagt, man merkt wahrscheinlich, dass ich mit einer neuen Maus spiele. Und die ist ziemlich scheiße eigentlich. Das ist eine Premium Logitech B110. Könnt ihr jetzt alle googeln. Premium Logitech, hallo, also ohne Premium, das sage ich jetzt einfach mal. Darin warst du schon immer gut. Ja, oh, da gibt's noch mehr Action. Das ist nice. Speicherpunkt erreicht. Oh Gott. Verflixt, das Vieh wird noch das Dach runterholen. Was für Vieh? Das ist der Endgegner. Vorsicht, Harry! Wir kommen nicht an ihm vorbei! Yeah. Versuch näher anzukommen! Bei der Schütze. Ja, Kumpel! Hol nach Protego oder wir bleiben den ganzen Tag hier! Oh, ich muss schon nicht, vielleicht muss ich hier lang. Oh, da kommt gerade Skype. Geil, ich habe den Skype. Lass uns da lang gehen. Echo-Test, wie gesagt, gemacht und jetzt kommt wahrscheinlich angeschrieben. Aua! Ah, er schießt also in Salven. Jetzt muss ich kurz mich. Das war's, bis er seine Salbe geschossen hat. Und raus! Protego! Oh, Protego. Was ist das? Wie hab ich das gemacht? Hey, wie hab ich das gemacht? Ah! Ein Shift. Cool. Toller Protego, Kumpel. Toller Protego. Die Wachen laufen hier rum. Cool. Headshot, hey. Aua, aua, aua. Das Coole ist, ich hab... Wer ist denn? Wer ist denn?